Beim morgigen bundesweiten Blitzemarathon beteiligt sich zum ersten Mal auch die bayerische Polizei. An 60 Messstellen in Nordschwaben wird mit über 100 Beamten die Geschwindigkeit kontrolliert. Der 24-Stunden-Blitzmarathon wird morgen in Bayern zum ersten Mal durchgeführt. In Nordrhein-Westfalen wurde der Blitzmarathon bereits viermal durchgeführt. Die Polizei möchte aber nicht als Geldeintreiber auftreten, sondern vielmehr an die Bürger appellieren, mit einer angepassten Fahrweise Unfälle zu vermeiden. Wir möchten gerade nicht erreichen, dass wir möglichst viel Verkehrssünder erwischen und beanstanden, sondern unser Ziel ist es, dass sich die Menschen auf den Blitzmarathon einstellen, morgen langsam fahren, die Geschwindigkeitsbeschränkungen einhalten, weil wir davon ausgehen, wenn tatsächlich langsamer gefahren wird, dann geschehen weniger Unfälle. Für den ersten Blitzemarathon will man sich ganz gezielt auf Landstraßen konzentrieren. Und das hat auch seine Gründe. Der Schwerpunkt liegt auf den Landstraßen, weil in den letzten Jahren die Mehrheit der schweren Verkehrsunfällen, also die Unfälle mit Schwerverletzten oder mit Toten, sich auf den Landstraßen im außerörtlichen Bereich abspielen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann sich die Liste der Messstellen auf sichermobil.bayern.de ansehen.